De Leon. Das ist es. Haben wir sie jetzt verpasst? Hallo, Herr Adler. Kinder? Mhm. Was ist jetzt? Es ist Zeit. Adler. Julie Simonsen. Am 11.03.1976 gestorben. Und Adriel Jesse. 3. September 1943 gestorben, am 25. September 2007. Ruhe und Frieden. Erinnerungen. Weitere. Gehen, Eddie? Nimm meine Hand, wenn du magst. Ich kann alleine gehen. Das geht schnell, okay? Danach essen wir was. Der Tag der Beerdigung. Ich erinnere mich kaum. Das ist vermutlich besser so. Ich glaube, keiner von uns ist scharf drauf, diese Geschehnisse erneut zu durchleben. Hey, ich weiß, ich habe gesagt, wir müssen nicht an ihr Grab gehen. Fühlt sich an, als wäre es das Richtige. Ja, genau. Vielleicht ist Tessa da. Hazel Salazar. Und ist 99 gestorben. Ein Leben von Erinnerung. Im Chaos der Geschichte verloren gehen. Was soll das heißen? Kein Plan. Michael wird's wissen. Um jene zu ehren, die nicht mehr unter uns sind. Das Tlingit Präservation Komitee und die Gemeinde von Dallas widmen dieses Denkmal dem ewigen Band zwischen vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Generationen. Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen damals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Möge dies eine Ruhestätte für unsere Angehörigen sein, die ans andere Ufer übergetreten sind. Mögen unsere ewige Liebe die verbundenen, die Wunden der Vergangenheit finden und uns in eine strahlende Zukunft geleiten. Gesundheit, Allison. Die verkürzt sich hier noch. Wann ist Michaels Onkel gestorben? Letztes Jahr. War ein schwerer Schlag für ihn. Ist es noch immer. Lange nicht gesehen. Willst du etwas Gesellschaft? Kommt doch rüber. Macht es euch bequem. Weiß nicht, ob ich versuchen sollte, das auszusprechen. Mann, bin ich eingerostet. Ja. Ich versuch's auch nicht. Also, zu schützen. Kommst du zurecht? Es ist alles so ein Chaos. Ich dachte, wir wären mit dem Packen fast fertig. Ich will diesen Ort einfach nur hinter mir lassen. Zumindest ist Mr. Hollywood Schönheit gute Gesellschaft. Komisch, dass du nie erwähnt. Schlechter Zeitpunkt? Für dich? Unsinn. Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Hey, deine blöde Fresse sehe ich doch fast jeden Tag. Du bist Schnee von gestern, Süße. Du verletzt mich. Oh Mann. Zutiefst. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Ich glaube, aus denen wird auch nichts. Und wie war dein Onkel so? Oh Mann, wo soll ich anfangen? Er war wie dieser grummelige Opa, der in jeder Sitcom auftaucht. Der Typ, der wie ein T-Rex tippt und nie aus seinem Sessel aufsteht. Tippen wir einen T-Rex? Wie tippt man denn wie ein T-Rex? Naja, du knutscht fast die Tastatur. So als hättest du kleine Babyarme, wie ein T-Rex. Bleib wie du bist, Michael. Wie auch immer, so grummelig er auch war, es gab keinen netteren Mann auf der Welt. Er gehörte zu den Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist. Auch wenn sie nicht alles gut heißen.
Davon gibt es nicht viele. Du und dein Onkel standet euch echt nah, hm? Und wie? Ich konnte ihn immer auf die Palme bringen. Meine Familie ist Oldschool Clinkett. Ich war öfter bei meinem Onkel als bei Dad. Er war der Erste, der all meine neuen Rezepte getestet hat. Noch vor Allison. Dann habe ich Onkel William zu verdanken, dass ich noch keine Rettungsringe habe. Aha. Ich bin echt gespannt auf deine berühmte Marinade. Hey, was ist die Geheimzutat? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Birkensirup. Ach, wie konntest du? Zwillinge gehen vor, Michael. Das war auch gerade meine Überlegung, als wir mit ihm nicht geflirtet haben. Hey, kann ich dich etwas über diesen Ort fragen? Ja, leg los. Was steht auf dem Grab deines Onkels? Da steht William Thomas Collins. Kleiner Scherz, das ist ein Klinket-Name. Sukakenik. Es bedeutet, der geschult und gelehrt wird. Da haben seine Eltern echt voll ins Schwarze getroffen. Einer von den wenigen Menschen, die ihr Leben lang Neues dazulernen. Was ist die Geschichte des Klinket-Denkmals? Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Das war Onkel William. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Na, angenommen, du brauchst Platz für eine Schule oder eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Ist ständig passiert. Arschlöcher. Ja, gut, ich meine, es passiert immer noch, aber nicht so oft. Das verdanken wir den Ältesten. Okay. Ich störe dich jetzt nicht länger. Falls du je neugierig wirst, ich bin hier. Okay, ja. Wir reden später. Bis später. Aber klar. Also, wie... Geh mal Tessa und weiter suchen. Alles so im Chaos. Ich dachte, wir wären mit dem Packen fast fertig. Ich will diesen Ort einfach nur hinter mir lassen. Zumindest ist Mr. Hollywood Schönheit gute Gesellschaft. Komisch, dass du nie erwähnt hast, wie dein Bruder aussieht, bevor er in die Stadt kam. Erinnerst du dich, wo sie ist? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bei der Beerdigung aufs Wasser geschaut habe. Allison, bitte. Ich gehe nicht hin. Tja. Allison, komm zurück. Und ich fange bereits an, es zu bereuen. Ja. Jegliche Hoffnung, es könnte diesmal einfacher sein, ist verflogen. Zumindest schickt mich diesmal niemand weg. Das will ich aber auch hoffen. Danach hatten wir beide einen Moment da drüben am Totem, nicht wahr? Ich frage mich, ob wir das sehen können. Wir können es versuchen. Ich lasse dich nicht fortnehmen. Ich sag ihnen die Wahrheit. Du hast es versprochen, Allison. Mir passiert schon nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich weiß, ich sollte diese Sache mit Brown verbinden, aber ich wünschte wirklich, du hättest mich besuchen können. Ja, ich auch. Hey, ich habe an dem Tag nichts versprochen. Das warst du. Sieh mal. Ich Erinnerung. Müssen wir uns gleich wieder entscheiden. Zwischen zwei Erinnerungen. Alle glauben, du warst es. Es ist nicht fair. Ich komme klar. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Siehst du? Es ist möglich, aber ich glaube nicht. Nun, ich weiß es. Der Gedanke daran hat mir durch den Tag geholfen. Das war klar. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Okay, der versprach zurückzukommen.
Was soll sie versprochen haben? Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Ach, und wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Aber ich... Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Und wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Klingt mir ein bisschen logischer. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Komm dich jede Woche besuchen. Und wir nutzen jeden Tag unsere Stimme. Dann sehen wir uns ja bald. Hör auf zu weinen, Dummkopf. Wir müssen los, Kinder. Gott, ich könnte schwören, es war andersrum. Es tut mir so leid. Ich hätte in den Hungerstreik gehen sollen, bis Ellie mich gefahren hätte. Hey, vergeben und vergessen. Vergeben und vergessen. Oh, das ist Tessa. Sieht zumindest so aus. Am Mittwoch Eislaufen. Du hättest sie sehen sollen. Sie raste übers Eis, als sei sie dafür geboren. Oh, hi. Aber ist gar nicht Tessa. Hab euch nicht gesehen. Tut mir leid, wir wollten nicht zuhören. Das macht ja nichts. Hey, du bist das nette Mädchen aus dem Wecki-Laden. Allison, nicht? Ja. Und sie sind... Ihr Name beginnt mit K, richtig? Kendra. Keine Sorge. Du kannst dir ja schlecht von allen Besuchern die Namen merken. Und du bist dann... Ihr Bruder. Ich bin Tyler. Schön, dich kennenzulernen. Fragen wir einfach mal. Entschuldigung, aber was ist das für ein Dialekt? Georgia, da komme ich her. In Delos bin ich etwa seit 2 Jahren. Aus Georgia mitten in die Wildnis Alaskas? Wie ist das denn passiert? Tja, ich hatte nicht geplant, mehr als ein paar Monate zu bleiben. Wir kamen für die Hochseefischfangsaison, wie schon 2-mal davor. Mein Mann Meech wollte mich immer überreden, länger zu bleiben, aber ich wollte nicht. Doch dann haben wir ihn verloren. Hochseeunfall. Oh Gott, das tut mir so leid. Viel zu viele Familien haben hier jemanden so verloren. Ja, es muss sich etwas ändern. Jedenfalls bin ich jetzt hier mit meiner Tochter Jaina. Und ich bringe es nicht übers Herz zu packen und ihn hier ganz allein zu lassen. Wollen Sie zurück nach Georgia? Das ist die Frage der Fragen, was? Früher habe ich es hier nie gemocht. Zu kalt, zu still, wie eine eisige Wüste. Tausende Meilen von meiner Familie. Doch mittlerweile sehe ich es endlich so, wie Meech es tat. All diese Schönheit. Geht's Ihnen gut? Ja, ich wünschte nur, ich hätte ihn nicht verlieren müssen, um es zu verstehen. Ich verstehe nun, dass ich ihm eigentlich nur aus bloßer Sturheit getrotzt habe. Das muss hart sein. Ja. Lass dein Verständnis davon, wie die Welt ist, nie einen Keil zwischen dich und deine Liebsten treiben. So verschwendet man nur kostbare Lebenszeit. Werden sie dann bleiben? Also, meine Mutter ist der Meinung, Jaina solle mit ihrer Familie aufwachsen. Und da hat sie vermutlich recht. Aber um ehrlich zu sein, ist die Stille hier Balsam für die Seele. Ich muss nicht darüber nachdenken, was 100 andere Menschen tun. Nur ich und mein Kind. Egal wie ich es auch betrachte, es gibt keine eindeutige Wahl. Was glauben Sie, was Jaina möchte? Sie ist immer dort glücklich, wo ihre Spielsachen sind. Aber wenn ich denke, wie nah ich als Kind meinen Verwandten war, sie mag es vielleicht noch nicht begreifen, doch ihr entgeht etwas. Wisst ihr, vielleicht messe ich einer zufälligen Begegnung zu viel Wert bei, aber was denkt ihr darüber? Oh, okay. Das stimmt schon. Das können wir eigentlich nicht entscheiden, aber diese Stadt ist schon in der Sackgasse. Nun, sie sollten nicht hier stecken bleiben. Das ist eine Endstation. Wow. Okay, nun, danke für deine Ehrlichkeit. Klingt, als hätten sie nur gute Optionen. Ich glaube nicht, dass sie sich über eine falsche Entscheidung sorgen müssen. Ich weiß das zu schätzen. Tja, wir müssen los. Ich hoffe, es klappt alles mit Ihnen und Ihrer Tochter. Wir sehen uns sicher, Kendra. Schönen Tag euch beiden. Und sie hätten mal eventuell das Haus verkaufen können. Was überredet hätten, hier zu bleiben. Mann, sie ist hier schon irgendwie gestrandet. Ich weiß. Und ihre Tochter ist gerade erst 2. Gott,
Solche Unfälle passieren immer wieder, aber die Strafen kosten weniger als die Sicherheitsmaßnahmen, also... Also tun sie nichts. Das Leben hat einen Preis. Tai. Das ist es, nicht? Ja. Gott, ich glaube, ich brauche eine Weile. Ich sehe mich mal ein bisschen um, okay? Bin gleich zurück. Das könnte etwas dauern. Ich sehe mich mal ein bisschen um, okay? Okay. Bin gleich zurück. Ja, kein Ding. Emily Ann Ronan. Oha. 1. März 2005. Allison. Ist sie das? Was zum Teufel war los mit dir? Was ist zerbrochen? Warum hast du nichts gesagt? Wir waren doch deine Kobolde. Du warst nicht auf dich allein gestellt. Tessa? Kinder, ich hatte nicht erwartet. Was tut ihr hier? Sag mal, was machst du hier? Du fühlst dich wohl schuldig, was? Nach unserem Tod sind die Gräber alles, was unseren Hinterbliebenen bleibt. Ihr Grab verwittern zu lassen, wäre herzlos. Ich bin nicht herzlos. Herz ist genug, unsere Mutter beim Jugendamt zu melden. Ich weiß nicht. Ich wollte euch beschützen. Mary Ann ging es täglich schlechter. Ich hatte Angst, dass wenn alles so weitergeht wie bisher, wäret ihr am Ende... Wären wir am Ende gestorben? Nein, das mache ich nicht nochmal. Ich werde nicht nochmal für ihre Entscheidungen gerade stehen. Marianne ging's gut, bis du sie gemeldet hast. Gut? Sie lebte seit Jahren nur von Almosen. Man kann nicht immer völlig zugedröhnt zu einem großzügigen Jobangebot aufkreuzen. Wenn man überhaupt auftaucht. Letztendlich hat sie sich von uns allen abgekapselt. Sie war allein und chancenlos. Alles war gut, bis du ihr gedroht hast, uns wegzunehmen. Ich wollte doch nur nicht, dass sie euch mit sich herunterzieht. Sie ließ euch klauen, verdammt. Eure Mutter wollte nie ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Sie dachte immer, sie sei besser als der Rest von uns. Ein verwöhntes kleines Mädchen, das sich als Prinzessin im Märchenwald sieht. Sie hätte sich mit jemandem einlassen sollen, statt verheiratete Männer zu verführen. Fragt nur Sam Kensky, wie viel besser das für alle gelaufen wäre. Halt, was? Ich... Oh Gott. Was war zwischen ihnen? Ich hab nicht nachgedacht. Bitte, vergesst das einfach. Tessa. Ich weiß nur, was auch passiert ist. Laura hat Sam dafür verlassen. Aber ich hätte nichts sagen sollen. Ich hatte es versprochen. Tut mir leid, Kinder. Lieber arm und diebisch als einsam und tot, das ist doch meine Fresse. Typisch. Wenn's schwierig wird, einfach wegrennen. Ich glaub nicht, dass Mary Ann dich von sich stieß. Du hast ihr den Rücken gekehrt. Und jetzt suchst du nach Ausreden. Wie immer. Du hast unsere Familie zerstört.
und hast nicht den Anstand, das zuzugeben. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich kann leider nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Könnte ich eure Mutter zurückholen, würde ich es tun. Ich verdiene eure Vergebung nicht. Besonders deine, Tyler. Aber wenn ihr mich noch in eurem Leben wollt, allerdings, bin ich gerne da. Erst muss ich etwas wissen. Akzeptierst du mich, wie ich bin? Du hast etwas sehr Schweres durchgemacht und so ein Erlebnis könnte jeden ein wenig verwirren. Das ist keine Antwort. Es gibt Hilfe für dich da draußen, falls du so willst. Nein, danke. Das war's dann also? Wir sind durch, weil ich etwas anderes glaube als du? Das war eine Ja- oder Nein-Frage. Nein, weil du nicht an mich glaubst. Verstehe. Dann gibt es da nichts mehr zu sagen. Einfache Ja-Nein-Frage. Große Güte. Ihr zwei seid wirklich ihre Kinder. Es gibt Hilfe für dich. Hey, ich weiß, das war schwer. Das ist echt. Aber es war richtig. Komm. Seid echt ihre Kinder? Oh, komm, soll die hingehen, wo sie will. Soll sich verbissen. Das war wild, was? Aber hallo. Tja, wenn du mir sagen willst, du hast es ja gesagt, jetzt ist der Moment. Alle, die damals in unserem Leben waren. Nicht einer hat sich jemals um uns geschert. Sorry, ich wollte nicht. Es ist okay. Ich meine, wir mussten auch Eddie zur Wahrheit zwingen. Aber zumindest hat er sich um uns gekümmert. Jetzt verstehe ich, warum du dich so auf Juno freust. Ein Teil von mir dachte wirklich, ich käme hierher und alles wäre genau wie früher. Unwissenheit ist... Ich denke, wir brauchen beide eine Pause. Sorry. Es wird schon weiter. Sitz mich gerne. Keine schlechte Aussicht, was? Ja. Ich verstehe jetzt, warum sie Friedhöfe an schöne Orte setzen. Macht es etwas erträglicher. Tja, dieses Wiedersehen ist irgendwie entgleist, ha? Huh? Oh, du meinst, wie wir Delos Crossing auf den Kopf gestellt haben und alle bösen Geheimnisse rausfielen? Ja, aber jetzt wissen wir, was wirklich passiert ist. Ich kann dir übrigens nicht genug danken. Hey, Bruder und Schwester, ha? Huh? Aber in letzter Zeit war es eher Bruder als Schwester. Und dafür will ich mich bei dir bedanken. Das musst du echt nicht tun. Du hast mein Leben gerettet, Allison. Und du bist deine ganze Kindheit über in Fireweed eingesperrt gewesen. Warte. Gibst du dir dafür immer noch die Schuld? Nicht doch. Ich wollte das so. Es ist nur... Ich habe dein Leben gestohlen, Tyler. Und es dann total vergeudet. Das stimmt nicht. Du bist auf dem Weg nach Denali, Michael wird ein berühmter Koch und was mache ich? Nichts. Tja. Nichts? Du hast bald einen Abschluss in Buchhaltung. Und deine Kunst ist gut. Sehr gut. Mach dich nicht selbst runter. Sobald wir mit dem ganzen Mist durch sind, verkaufen wir das Haus. Dann gehst du nach Juno und startest voll durch. Bei dir klingt das so einfach. Nein. Bei uns war noch nie etwas einfach. Aber wir haben es durchgezogen, stimmt's? Ja. Du hast recht. Hey. Wo auch immer Ranger Tyler landet. Er sollte ab und an auch mal uns Stadtbewohnern einen Besuch abstatten. Hörst du? Aber klar. Naja, und das dauert ja ohnehin noch etwas. Wir haben Zeit. Oh ja, natürlich. Das haben wir. Tja, jetzt kennen wir die Geschichte also. Hm? Huh? Marianne war durch mit Delos und Delos durch mit ihr. Vielleicht war sie zu stolz, aber sie hat so lange so hart gearbeitet. Und als sie am Ende ihrer Kräfte war, kam ihr niemand zu Hilfe. Nicht mal Tessa. Oder Eddie. Tessa, diese... Und als dann das Jugendamt auf dem Weg war, hat sie... aufgegeben. Aber ihre Kinder töten? Ernsthaft? Ich weiß nicht. Es fühlt sich so an, als ob da noch was fehlt. Oder? Mhm.
Du wirst nie verstehen, was ihr durch den Kopf ging. Hat sie bestimmt nicht mal selbst. Das Gefühl wird wohl für immer bleiben. Tja. Sobald ich die Couch sehe, falle ich um. Rappel dich lieber auf. Wir müssen immer noch etwas aufräumen. Muss das sein? Hey, wer am meisten packt, schläft auf dem großen Sofa. Ach du Scheiße. Allison. Was? Ich hol den Feuerlöscher. Lass mal die Scheune aufräumen, oder was? Vom Feuer... Was zum... Wer zum... Hat sie mit Schränken gesetzt? Tyler, alles okay? Allison, Scheune. Ich mach das. Bleib hier. Jemand gebrandschatzt. Was war das? Da war ein Typ. Er hat mir die Tür ins Gesicht geschlagen. Ein Typ? Wie sah er denn aus? Ich bin mir nicht sicher. Ich konnte ihn nicht gut sehen und er war schwarz gekleidet. Gott, warum würde jemand unsere Scheune niederbrennen wollen? Ich weiß nicht. Doch, ich finde es heraus. Hat unter den Teppich geschaut? Komm, sieh dir das an. Ist das eine Kiste unter der Scheune? Ja, was zum Teufel? Ich glaube, hier hat das Feuer begonnen. Also wollte er den Inhalt einfach verbrennen? Das sehen wir uns an. Ich muss noch ein paar Bretter entfernen, um ranzukommen. Wo finden wir nur das passende Werkzeug dafür? Komm, sieh dir das an. Diese Dielen sind neuer als der Rest. Diese Ecke war einfach nur Erde. Ja, und so Kuhfuß her. Sie hat immer gesagt, der Benzinkanister war schon heute Morgen da. Er hat ihn nicht mitgebracht. Er hat sogar die Schubladen ausgekippt. Zumindest du wurdest verschont. Ein weiteres Zimmerstück. Der Kerl war echt gründlich. Es fehlen keine wertvollen Sachen. Oh, ein Kuhfuß. Jetzt wissen wir wohl, wie er das Loch gemacht hat. Gott. Er hat die Bude echt auf den Kopf gestellt. Mit dem Teppich hat sie die neuen Dielen versteckt. Zurück. Alles okay. Das kann ins Auge gehen. Tja, ich kenne nur eine Person, die eine Lagerkiste so aufwendig dekorieren würde. Marianne. Öffnen wir sie. Was ist das da? Irgendeine Schnitzerei. Keine Ahnung, was sie bedeutet. Drei Ziffern. Irgendeine Idee? Zahlen waren ja nie so Marians Ding. Ein Buch der Kobolde. Finden wir da was mit Zahlen? Aber wo?
Auge. Halt. Das Schloss. Da, ja, ja. Dasselbe Symbol. Die Geheimnishüterin. So, mal sehen, ob wir Zahlen finden können. Und dann lesen wir das mal, das Auge. Das ist doch ein gutes Hinweis.